durch Samuel, 3-2-1-Sieg gegen Kloten Flyers. Ihr habt sehr gut angefangen und am Schluss gleich noch ein bisschen zittern müssen. Wie hast du es gesehen? Ja, ich glaube auch. Wir sind ein bisschen fahrlässig mit den Chancen umgegangen. Wir hatten, glaube ich, genug Chancen gehabt, um früher ein bisschen einen Abstand zu machen. Dann hätten wir nicht mehr müssen so knapp sein am Schluss. Und wir sind jetzt, ja, zum Glück mit dem blauen Auge gefahren. Ja. Und was ist das gelegen, dass ihr fast das Spiel ein bisschen verloren habt gegen den letzten Drittel? Wir waren vielleicht ein bisschen zu wenig konsequent vor dem Goal. Wir wollten vielleicht die Scheibe ein bisschen hübsch ins Goal tragen, anstatt einfach um jeden Preis die Scheibe ins Goal bringen. Ja. 3-0 Führung, das klingt fast wie vorentschieden. Gibt es gleich noch gefahren? Es ist gar nicht entschieden. Ich meine, es sind halbwegs wieder 60 Minuten oder vielleicht sogar 80, die gespielt haben. Und da ist halbwegs alles möglich. Aber es ist sicher so, dass das 3-0 eine coole Sache ist, aber gleich noch nicht entschieden.